feel the morning. Hier im Al-Bayt-Stadion wird sie beginnen, die Fußball-Weltmeisterschaft. Die wahrscheinlich umstrittenste, die es je gab. The 2022 FIFA World Cup is Katar. Ich werde diese WM hier im ZDF moderieren und ich habe dabei, ganz ehrlich, sehr gemischte Gefühle. Ich freue mich auf den Sport, auf die Spiele. Aber was das Gastgeberland angeht, da stelle ich mir viele Fragen. Und deshalb war es mir wichtig, mir ein eigenes Bild zu machen. Ich bin zweimal nach Doha gereist. Es ist so heiß. Es ist unfassbar heiß. Eigentlich bleibt man in Katar unter sich, aber ich wurde eingeladen. Wir haben diskutiert. Über Fußball und über Menschenrechte. Manches, was ich gehört habe, hat mich ganz schön verstört. Sie glauben, Schwulsein ist Sünde? Ja, ein geistiger Schaden. Dazu Manager deutscher Spitzenclubs, die nur anonym mit mir über Katar sprechen wollten. Also ohne Kamera können wir uns treffen. Weil das, was sie zu erzählen hatten, zu brisant ist. In dieser Offenkundigkeit den europäischen Fußball einzukaufen, das habe ich noch nicht erlebt. Mein Team und ich, wir haben über Monate recherchiert. Wie konnte Katar dieser Coup gelingen, die WM hierher zu holen und trotz aller Kritik auch zu behalten? Wie hat sich Katar die Unterstützung auch aus Deutschland gesichert? Und welche Rolle spielten bei all dem diese beiden Rolex-Modelle? Und damit das alles nicht viel zu kompliziert wird, haben wir einen Coach verpflichtet. Was war das denn? Der Katars Spielzüge perfekt erklären kann. Schauspieler Matthias Brandt. Los geht's, Jungs. Juni 2022. Auf dem Weg nach Katar. 5 Monate vor dem Eröffnungsspiel. Wir wurden eingeladen vom Organisationskomitee der WM, das eng verbunden ist mit dem katarischen Staat. Thank you very much. Thank you. Über Wochen haben wir verhandelt, was wir wo drehen dürfen. Auch jetzt, bei meinen ersten Schritten am Flughafen Doha, ist ein Begleiter dabei, hinter der Kamera. Auf unserer Tour sollen wir sehen, worauf das Land stolz ist. Die mächtige Kulisse zum Beispiel, die man hier geschaffen hat. Doha ist in den letzten Jahren in den Himmel gewachsen. Es wurde wie wahnsinnig gebaut. Autobahnen mit zahllosen Spuren. Die neue Metro, hunderte Kilometer Schienen, übrigens geplant von der Deutschen Bahn. Mit Kühlhäuschen am Bahnsteig. Und die Stationen haben wir meistens für uns allein. Denn in Doha fährt man Auto. Wir sehen natürlich das neue Prunkstück des Landes, das Finalstadion, mit seinen vielen Extras. Klimaanlage unter den Sitzen. Und auf den Rängen eine Luxuskategorie, die wir noch nicht kannten. Die VVIP-Lounge für Very, Very Important Persons. Dass den Preis für Stadien wie dieses vor allem viele der Arbeitskräfte zahlen, die Katar ins Land geholt hat, ist bekannt. Während wir filmen, werden die Arbeiter demonstrativ aus der prallen Sonne gerufen. Da unten laufen zu viele Leute herum, die sind doch der Sonne ausgesetzt. Katars Botschaft ist eindeutig. Alles ist bereit für das größte Ereignis in der Geschichte des Landes. Alles und alle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. كيف الحال? I'm Jochen. Und ich bin Khalid. Danke, dass wir hier sein dürfen. Thank you for having us. Most welcome. Most welcome. Khalid Salman war mal Stürmer der katarischen Nationalmannschaft. Sie sind eine Fußballlegende, richtig? Yes. Khalid Salman ist nicht nur Legende, sondern auch Gesicht dieser Weltmeisterschaft. Er ist einer von 10 offiziellen katarischen WM-Botschaftern. Deshalb hat das WM-Komitee ihn als unseren Gastgeber ausgewählt. Sind Sie stolz, dass Ihr kleines Land so weit gekommen ist, eine WM auszurichten? Es ist unglaublich. Ich bin glücklich als Katari und als Araber, weil die WM in einem arabischen Land sein wird. Ich sehe das Leuchten in Ihren Augen. Ich könnte weinen. You want to cry? Ja.
Ein Traum wird wahr, für viele Menschen hier in Katar. Doch das war nicht der eigentliche Grund, warum die Herrscherfamilie, die Katar alleine regiert, diese WM unbedingt ins Land holen wollte. Dem Emir ging es um mehr. Sein kleiner, reicher Wüstenstaat, von großen Nachbarn umgeben, fühlte sich verletzlich. Man glaubte, wäre Katar in der ganzen Welt bekannt, würde es das Land schützen. Wie aber wurde aus Katars Wunsch Wirklichkeit? Um das zu verstehen, eine Reise von der schönen neuen Fußballwelt in die alte. Jetzt bewegt euch mal! Ja, komm! Was war das denn? Ich wüsste gerne mal, wie die Sportart heißt, die ihr da ausübt. Los, jetzt geh ran, Mensch! Komm, hat keinen Sinn. Komm mal her. Jungs, ich sag's ehrlich. Wir kacken ab. Wir sind das Gespött der Kreisliga. Was glaubt ihr denn, was man braucht, wenn man im Fußball Erfolg haben will? Teamgeist. Einen Masterplan. Und wie so ein Masterplan zum Sieg führt, können wir uns am Beispiel von Katar anschauen. Lange vor eurer Zeit, Anfang der 1990er Jahre, hat Katar eine Strategie entwickelt. Ziel war, das winzige Land aus der Kreisliga in die Champions League zu bringen. Ein Land, dessen Name jeder kennen soll, und zwar mit Hilfe des Sports. Zuerst haben sie ein Tennisstadion gebaut und veranstalteten die Katar Open. Katar empfing natürlich auch den Gott der Tennisspieler. Kennt ihr den? Luis, keine Handys. Platzrunde, los. Ja, der war jedenfalls mal richtig berühmt. Und von den Kataris bekam er Geld, Gold und Juwelen in den Hintern geblasen. Und Katar war jetzt ein Sportland. Der Auftakt des Masterplans hatte geklappt. Weiter ging's. Katar veranstaltet die Jugend-WM der FIFA, die Motorrad-WM, Golf-Masters, Handball-WM, dazu Tischtennis, Segeln, Basketball, Fechten, Schwimmen, Turmspringen, Gewichtheben, Formel 1. Bei der Leichtathletik-WM war es so heiß, dass die Marathonläuferinnen und Läufer kollabiert sind. Kann ich was trinken? Nein, nicht jetzt, Luis. Ich erkläre doch gerade was. Es ging trotzdem weiter. Ein internationales Sportevent nach dem nächsten. Und dann die Krönung, die Fußball-Weltmeisterschaft. Katar ist jetzt ganz oben in der Sportwelt angekommen. Und wir hier? Forever Kreisliga? Na ja, dann alle Platzrunde, los. Katar hat seinen Coup also über Jahrzehnte geplant und es tatsächlich geschafft, die WM an einen der unwahrscheinlichsten Orte der Welt zu holen. In ein winziges Land, das zu einem großen Teil aus Sand besteht. Wir sind extra zum ersten Mal im Juni nach Doha gereist, denn eigentlich wäre die WM jetzt, im Sommer. Dafür hatte Katar den Zuschlag bekommen. Wir wollten ein Gefühl dafür bekommen, ob das möglich gewesen wäre, eine WM bei fast 50 Grad, mit hunderttausenden Fans. Es ist so heiß. Es ist unfassbar heiß. Mir läuft alles runter. Ich habe so eine Hitze wirklich noch nie erlebt. Deshalb spielt sich das Leben in Katar im Sommer nur drinnen ab. In den Malls zum Beispiel. Hier kann man bei angenehmen 20 Grad unter einem künstlichen venezianischen Himmel Gondel fahren. So lässt es sich aushalten. Draußen dagegen ist es menschenleer. Es ist sogar zu heiß, um am Strand zu liegen. Wie konnte die FIFA nur auf die Idee kommen, Katar den Zuschlag für eine Sommer-WM zu geben? Zürich, die Stadt, in der alles entschieden wurde. Wir treffen den Mann, der damals die Verantwortung trug, Sepp Blatter. Guten Tag. Fast 20 Jahre Präsident der FIFA. Über ihn kursiert in der Schweiz ein Witz. Was ist der Unterschied zwischen Gott und Sepp Blatter? Gott behauptet nicht, Sepp Blatter zu sein. Hallo, Herr Blatter. Guten Tag. Kommen Sie rein.
Nun gibt er sich bescheiden. Er bestellt uns in dieses Wirtshaus über der Stadt. Wir reisen zurück in den Dezember 2010, als alles begann. The winner is Qatar! Was haben Sie in dem Moment gedacht, als Sie den Zettel aus dem Umschlag gezogen haben? Für mich war das eine sehr bittere Enttäuschung. Ich war doch etwas... Warum wurde die Bewerbung eigentlich zugelassen für diese Ausschreibung? Die Ausschreibung war ja ganz klar für den Sommer. Aber selbst Ihre eigenen FIFA-Berichte haben gesagt, dass man im Sommer dort keinen Fußball spielen kann, dass es einfach zu heiß ist. Ja, eben. Das ist, weil man... Weil man nicht daran glaubte, dass sie gewinnen. Zu Beginn. Ganz sicher. Glaubte niemand, dass sie überhaupt eine Chance haben, da drin zu kommen. Als die Bewerbung da war. Nachher haben die angefangen zu arbeiten. Aus heutiger Sicht ist ja sehr offensichtlich, dass diese WM gekauft war. Also ich... Wenn Sie mir das so sagen, das ist möglich. Ich war nicht dabei, dass man etwas gekauft hat. Aber Herr Blatter, Sie waren doch FIFA-Präsident damals. Da bin ich effektiv naiv. Weil ich an das Gute des Menschen glaube und mir nicht vorstellen kann, dass man einfach jemand Geld gibt. Ganz kurz, das fällt mir schwer, Ihnen zu glauben. Dass Sie so naiv sind, dass Sie nicht glauben, dass es in der FIFA Geldflüsse gibt und Korruption Nein, gibt. Nein, ich glaube schon, dass es Geldflüsse gibt. Aber ich kenne die Geldflüsse nicht. Da können wir nachhelfen. So. Schauen wir uns die Aufstellung der FIFA bei der WM-Vergabe einmal genauer an. Diese 24 Männer hätten abstimmen dürfen. Zwei von ihnen wurden aber leider dabei gefilmt, wie sie ihre Stimme verkaufen wollten. Es gab eine rote Karte. Von den restlichen 22 stimmten 14 für Katar. Inzwischen gilt es als sicher, dass etliche für ihre Stimme Geld bekommen haben. Diese drei sollen jeweils 1,5 Millionen Dollar bekommen haben, um für Katar zu stimmen. Und dann ist da noch Michel Platini, Le Roi, die französische Fußballlegende. Eigentlich hatte er für die USA stimmen wollen, aber 10 Tage vor der Entscheidung traf sich Platini zu einem Mittagessen im Pariser Élysée-Palast. Am Tisch saßen der damalige Präsident Nicolas Sarkozy, Tamim bin Hamad Al Thani, der heutige Emir von Katar, und natürlich Michel Platini. Bei so gutem Essen und mit so guten Freunden, da kann man ja schon mal seine Meinung ändern. Am Ende sagte Platini, oui, ja, zu Katar. Und sein Sohn, Laurent, bekam einen Spitzenjob als Europamanager bei einem katarischen Staatsfonds. Bevor wir uns aber nur einseitig über Katar empören, die Abstimmungen für die drei Weltmeisterschaften davor waren wohl auch nicht sauber. Mit dem Herzen in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Bei einem Mittagessen also soll eine entscheidende Stimme für Katar klargemacht worden sein. Sepp Blatter bestätigt das in Zürich. Wenn Platini für Katar stimmt, weil Frankreich wirtschaftliche Interessen mit Katar hat, ist das nicht Korruption in Reinform? Nein, das ist der Einfluss der Politik in den Fußball. Haben Sie weggeschaut? Nein, weggeschaut habe ich nicht. Aber ich habe nicht insbesondere hineingeschaut, weggeschaut habe ich nicht. Das alles legt einen Schluss nahe. Katar nutzte seinen Reichtum, um die Abstimmung für sich zu entscheiden. Und sie müssen jetzt 12 Jahre später damit umgehen, die Nationalspieler. Von ihnen wird nun erwartet, dass sie sich zu diesem Turnier positionieren, Stellung beziehen. Aber wie? Leon Goretzka gilt als politische Stimme des Teams. Spätestens seit er nach seinem Tor bei der Europameisterschaft vor ungarischen Hooligans ein Zeichen gegen Homophobie setzte. Wir treffen Leon Goretzka in Grünwald im Süden von München.
Ich persönlich hätte mir schon ein anderes Land gewünscht, um eine Weltmeisterschaft in meinem besten Fußballeralter zu spielen. Ja, dass zu den Kriterien einfach nicht dazugehört hat, dass es eine funktionierende Menschenrechtssituation in dem Land gibt, ist für mich ein großer Fehler. Und ja, natürlich ist das etwas, was uns sauer macht. Was glauben Sie, welche Faktoren waren ausschlaggebend, diese WM an Katar zu vergeben? Ich denke mal, aufgrund der Tradition der Fußballhistorie in dem Land wird es nicht gewesen sein. Katar wird diese WM nutzen als Werbeshow. Sie sind als Spieler automatisch Teil davon. Machen Sie sich denn ganz persönlich Gedanken, welches Zeichen Sie dort vor Ort setzen könnten? Ja, also ich möchte definitiv ja, die Möglichkeit nutzen, weil Fakt ist ja auch, wenn man sich die Welt anguckt, und es ist ja nun mal eine Weltmeisterschaft, dann werden nicht alle Nationen so kritisch dem gegenüberstehen, dass Katar das Gastgeberland ist. Und ja, das wird, denke ich, dann auch unsere Aufgabe sein, die Weltaufmerksamkeit, die bei so einem Turnier herrscht, eben auch für Werte zu nutzen oder zu vermitteln, die uns wichtig sind und nicht nur die Katar wichtig sind. Wie wollen Sie das machen? In welcher Form? Das wird man dann sehen, aber da kann man sich darauf verlassen, dass wir alles dafür tun werden. Wie sichtbar muss denn dieses Zeichen sein, das Sie dort setzen wollen? Ja, im Optimalfall natürlich maximal sichtbar. Wie wird Katar auf so ein Zeichen, auf Kritik reagieren? Und was denken eigentlich die Menschen in Katar selbst darüber? Katar ist eine Fassadengesellschaft. Was hinter der Fassade passiert, geheim. Das Leben der rund 300.000 katarischen Staatsbürger ist für Fremde in der Regel tabu. Dass Katar zu den reichsten Ländern der Erde gehört, ist auch von außen offensichtlich. Aber wie sieht es hinter den Mauern aus? Nach vielen Gesprächen und langem Warten werden wir doch hineingelassen. Khaled Salman lädt uns zum Fußballschauen bei sich zu Hause ein. Hi. Khaled. After a long time. Hi, nach so langer Zeit. Also das ist der Majlis. Das ist unser Majlis, hier treffen wir uns. Der Majlis ist ein externes Wohnzimmer und der Ort, an dem katarische Männer ihre Freizeit verbringen. Frauen sind in diesen Runden nicht erlaubt. Heute schauen Khaled Salman, sein Sohn Abdallah und dessen Freunde die spanische Liga. Wie viel Fußball schauen Sie normalerweise? Die Spiele von Real Madrid und Liverpool. Ich versuche, die meisten Spiele zu schauen. Auch die Bundesliga? Also Sie schauen spanischen Fußball, italienischen, deutschen, katarischen. Arbeiten Sie nicht? Machen Sie gar nichts anderes? Es ist unser einziger Sport. Der Sport, den wir am meisten mögen. Der Vorwurf, in Katar gäbe es keine echte Fußballbegeisterung, ist falsch. Nur statt im Stadion schauen sie im Majlis. Gut gekühlt. Und der Service stimmt auch. Thank you. What is this? 8 Hausangestellte arbeiten allein für die Familie von Khaled Salman, rund um die Uhr. Im Minutentakt werden wir bedient. Mir ist das ehrlich gesagt unangenehm. Für Kataris ganz normal. Now, for me is enough. Ich habe genug gehabt. Deshalb muss ich es jetzt so machen. Schütteln. Danke. Wenn du ihr den Becher nur gibst und nicht schüttelst, mein Freund, dann wird sie sich nicht rühren. Dann steht sie noch bis morgen so da. Entschuldigung, können Sie den Stuhl dorthin tragen, bitte? Für das Pausenbuffet haben Khaled Salmans indische Köche gesorgt. Wow, so viel, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Es sind nicht nur die Arbeitskräfte auf den Baustellen. Das ganze Land funktioniert so. Es ist ein Zweiklassensystem. Katar hat fast 3 Millionen Menschen ins Land geholt, die allein dafür da sind, um zu arbeiten. Oft für sehr wenig Geld. Den Kataris bleibt Zeit für andere Sorgen. Am Tisch eine überraschende Bitte an mich, ob ich Kontakt zu Porsche habe. Dort gibt es einen tollen neuen Sportwagen für ein paar hunderttausend Dollar, der sehr schwer zu kriegen ist. Der Preis ist egal. Besorg mir das Auto. No. Get me the car.
Do you sometimes also meet with your wife? Trefft ihr euch manchmal auch mit euren Frauen? Jeder hier ist verheiratet. Ihre Frauen treffen sich, aber er trifft sich nicht mit meiner Frau, weil wir nicht aus derselben Familie sind. Oder die Frauen müssen verschleiert sein. Das ganze Gesicht. Warum können Frauen nicht unverschleiert sein? Vergleich mal, vor dir liegt eine unverpackte Süßigkeit. Du weißt nicht, ob sie jemand berührt oder reingebissen hat. Und eine verpackte. Welche nimmst du? Wahrscheinlich die verpackte. Aber Frauen sind doch keine Süßigkeiten. Ich versuche nur zu verstehen, warum Frauen nicht dieselben Rechte haben wie Männer. Wir unterstützen unsere Schwestern, unsere Ehefrauen. Und was könnte für sie besser sein, als im Haus zu bleiben? Mit all dem Reichtum ihres Vaters? Warum nur sollte eine Frau das Haus verlassen? Auf das Geld, die Fürsorge, die Liebe verzichten? Und wenn sie dasselbe Leben führen will wie sie? Das kann sie. Nach dem Treffen wird uns das Organisationskomitee der WM schreiben. Es hätte ihnen nicht gefallen, dass wir im Majlis über andere Themen als die Weltmeisterschaft geredet hätten. Über Frauen zum Beispiel. Was den Fußball angeht, spielen die in Katar übrigens nicht mal eine Nebenrolle. Fast wie bei uns früher. Gute alte Fußballtradition. Heute hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Okay, ich muss zugeben, die Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland ist nicht gerade glorreich. Inzwischen ist aber 2022. Und, Überraschung, die meisten haben inzwischen verstanden. Ja. Was ist denn? Auch Frauen können Fußball spielen. Und wie sieht's mit dem Frauenfußball in Katar aus? Das große Scouting-Programm der staatlichen Fußballakademie. Nur für Jungs. Der Fußballverband kümmert sich ausschließlich um Männer. Katarische Fußballerinnen betreut ein Frauensportkomitee. Und die Nationalelf der Frauen? Das ist etwas komplizierter. 2009 wurde eine Frauennationalmannschaft gegründet. 2010 trat sie zu ihrem ersten Länderspiel gegen Bahrain an. Es war das Jahr, in dem sich Katar um die Fußball-WM beworben hat. Die FIFA-Statuten verlangten von allen Bewerberländern, Mädchen- und Frauenfußball zu fördern. Leider scheint man dieses Förderprogramm in Katar nach der Bewerbung recht schnell nun ja vergessen zu haben. Seit 2014 hat das Frauenteam kein offizielles Länderspiel mehr gehabt. Und in der Weltrangliste der FIFA tauchen Katars Frauen nicht einmal mehr auf. Aber es gibt ja so viele FIFA-Statuten, da kann man schon mal einen vergessen. Die Frauenmannschaft, ein Alibi-Team. Es ist nicht so, als hätte sich in Katar in den letzten Jahren gar nichts bewegt. Frauen studieren, sie arbeiten und dürfen mittlerweile auch ohne männlichen Vormund ins Ausland reisen, wenn sie älter sind als 25. Und auch für die Arbeiter gilt inzwischen ein Mindestlohn von umgerechnet $250 im Monat. Aber es bleiben offene Fragen. Am Abend treffen wir Khalid Salman wieder im Souq Waqif. Hier hat der ehemalige Emir eine Kopie seines Kindheits-Dohas nachbauen lassen, weil alles Alte verschwunden ist. In Deutschland und anderen Ländern in Europa gibt es viel Kritik an dieser WM in Katar. Denn es gibt hier keine Meinungsfreiheit. Frauen sind nicht frei. Homosexuelle sind nicht frei. Was sagen Sie zu dieser Kritik? Während der WM werden viele Dinge hier ins Land kommen. Lass uns zum Beispiel über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch, jeder wird akzeptieren, dass sie hierher kommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen. Aber im Gesetz ist Homosexualität verboten. Also ist es für sie verboten, hier zu existieren. In diesem Moment unterbricht unser Begleiter vom WM-Organisationskomitee das offizielle Interview. Keine weiteren Fragen mehr dazu.
Khalid Salman aber hat noch nicht alles gesagt, was ihm wichtig ist. Er sagt, es sei ein Problem, wenn Kinder Schwule sehen würden. Was ist das Problem, wenn ein Kind einen Homosexuellen sieht? Wenn Kinder Schwule sehen, lernen sie etwas, das nicht gut ist. Nein, entweder man ist schwul oder nicht, man kann es nicht lernen. Ein Beispiel. Wenn ich in meinem Haus hier Wasser hinstelle und hier Whisky. Wenn dann aber mein Kind fragt, Vater, warum darf ich den Whisky nicht trinken, dann sage ich, Whisky ist Haram. Weißt du, was Haram ist? Ja, Haram, eine Sünde. Sie finden, Schwulsein ist Haram? Ja, es ist Haram. Ich bin kein strenger Muslim, aber warum ist es Haram? Es ist ein geistiger Schaden. An dieser Stelle werden wir wieder unterbrochen, diesmal endgültig. Damage in the mind. Der offizielle WM-Botschafter findet also, die Liebe zwischen zwei Männern sei eine Art Geisteskrankheit. Die FIFA, die sich Werte wie Vielfalt und Toleranz auf die Fahnen schreibt, hat zugelassen, dass die WM in einem Land stattfindet, in dem genau diese Werte im Grunde nichts zählen. Und die Fußballwelt hat es akzeptiert. Warum eigentlich? Warum gab es nicht viel mehr Widerstand? Dieser Frage sind wir nachgegangen und, so viel vorweg, auf Erstaunliches gestoßen. Machen wir eine Zeitreise. Zurück in die Jahre nach der Vergabe. Eine für Katar gefährliche Phase. Katar die WM wegzunehmen ist ernsthafte Option. Die Kritik wurde damals immer lauter. Korruption, Ausbeutung von Arbeitskräften und obendrein der Termin. Jedem war damals klar, dass eine WM bei 50 Grad im Sommer ein Wahnsinn wäre. Doch eine Verlegung in den Winter wollten die großen europäischen Ligen nicht mitmachen. Deutsche Fußballliga gegen die Winter-WM. Premier League gegen Winter-WM. Kurzum, Katar stand massiv unter Druck und brauchte Unterstützer. Mächtige Unterstützer. Das St. Regis ist eines der besten Hotels Katars. 5 Sterne. The finest address in town, wirbt das Haus. Im Februar 2013 ist hier eine exklusive Reisegruppe zu Gast. Die ECA, die European Club Association, der Zusammenschluss der wichtigsten europäischen Spitzenclubs. Normalerweise treffen die sich, logisch, in Europa. 2013 aber kommen sie alle nach Doha, auf Einladung Katars. Und Katar zahlt für rund 200 Personen. First- und Business-Class-Flüge, das Luxushotel St. Regis und alles Weitere. Wir haben mit mehreren Vertretern deutscher Spitzenclubs, die bei dem Treffen dabei waren, gesprochen. Sie beschreiben das, was in Doha geboten wird, als außergewöhnlich. Wir wurden fürstlich empfangen. Die Kataris haben alles bezahlt. Es war ein bisschen wie 1001 Nacht. Man merkte, die wollen in unsere Köpfe rein, damit wir zurückfliegen und sagen, diese WM ist eine gute Idee. Einer steht bei diesem Treffen im Mittelpunkt. Karl-Heinz Rummenigge, Vorsitzender des FC Bayern München und Chef der European Club Association. Er wird herzlich empfangen von Hassan Al-Tawadi persönlich, dem Chef des Organisationskomitees der WM. Zunächst möchte ich einmal Danke sagen an das WM-Organisationskomitee. Nach seiner Rückkehr aus Doha wird er eine Woche später öffentlich sagen: Im Interesse der Spieler und der Fans wäre eine Verlegung in den Winter sinnvoll. Zum ersten Mal spricht sich Karl-Heinz Rummenigge für die Verlegung aus, ganz im Sinne der Kataris. As you can see, there is a diamond around it.
Als Rummenigge aus Doha zurückfliegt, wird er am Flughafen München am Zoll kontrolliert. In seinem Gepäck zwei Rolex-Uhren, unverzollt. Die Beamten beschlagnahmen die Uhren. Er gibt an, sie seien ein Geschenk gewesen. Rummenigge erhält einen Strafbefehl über knapp 250.000 Euro. Er akzeptiert und bezahlt. Er ist damit vorbestraft. Die entscheidende Frage aber bleibt aus. Damals, 2013 und all die Jahre danach. Wer hat Karl-Heinz Rummenigge in Katar dieses Geschenk gemacht? Und vor allem warum? Wir finden dazu nur eine einzige Äußerung von Rummenigge in der englischen Zeitung Guardian. Die Uhren seien ein Geschenk von einem Freund gewesen, nicht von den Kataris. Von einem Freund? Stimmt das? Wir recherchieren über Monate. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? Was ist dort passiert in Doha? Ich spreche mit Menschen in Rummeniges Umfeld, beim FC Bayern, mit Ermittlern. Und mit 7 Funktionären, die mit dabei waren in Doha. Keiner von ihnen traut sich vor die Kamera. Frankfurt Flughafen. Ein Bundesliga-Funktionär will sich mit mir treffen. Bedingung: keine Kamera. Also mache ich Aufnahmen mit meinem Smartphone. Ich treffe jetzt gleich jemanden, der damals in Doha dabei war. Und der mir geschrieben hat, dass das ein sehr brisantes Treffen gewesen sei. So brisant, dass er nicht mit mir am Telefon darüber sprechen wollte, sondern gesagt hat, wenn dann in einem persönlichen Gespräch. Deshalb bin ich jetzt hier. Der Mann fliegt aus einer großen deutschen Stadt ein. Er hat den Flughafen vorgeschlagen, weil man im sogenannten Airport Club private Räume mieten kann, um sich vertraulich zu unterhalten. Grüß Sie. Hallo. Der Informant will sich nicht zu erkennen geben. Seine Aussagen dürfen wir aber veröffentlichen, mit nachgesprochener Stimme. Jeder wusste natürlich, dass das Treffen in Doha Lobbyarbeit war. Und jeder hat sich auch gern umschmeicheln lassen. Karl-Heinz Rummenigge wurde als Freund bezeichnet. Wir hatten den Eindruck, dass der FC Bayern quasi als der Lobbyclub eingekauft werden soll für Katar. Ich habe mit ihm am Abend an der Bar gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er ein großzügiges Geschenk bekommen hat. Und dass man daran sieht, wie großzügig die Kataris sind. Davon werden wir alle was haben. Davon wird der ganze Fußball profitieren. Ein großzügiges Geschenk? Wir treffen einen zweiten Informanten in einem Restaurant in einer deutschen Großstadt. Hallo. Auch er war in Doha dabei. Und schildert Folgendes. Karl-Heinz Rummenigge habe im St. Regis Hotel ein persönliches Geschenk erhalten. Von den katarischen Gastgebern. Dieses Geschenk, behauptet der Informant, seien die beiden Rolex-Uhren gewesen. Ob diese Darstellung der Wahrheit entspricht, wissen wir nicht. Der Informant schickt uns später das Foto einer Rolex-Uhr. Angeblich eines der beiden Uhrenmodelle, die Rummenigge aus Doha mitgebracht hat. Wir überprüfen diese Information und schaffen es, beide Rolex-Modelle herauszufinden. Aus mit dem Steuerstrafverfahren vertrauter Quelle. Öffentlich waren sie noch nicht bekannt. Das sind sie. Und tatsächlich, die eine, die Black Zebra, eine Rolex für Frauen, ist die von dem Foto des Informanten. Die andere eine Männeruhr, genannt Rolex Presidential. Wir geben Rummenigge die Möglichkeit, sich zu den Behauptungen der Informanten zu äußern. Sein Anwalt antwortet: Eine ganze Reihe Ihrer Fragen enthält unzutreffende Behauptungen, Unterstellungen und Verdächtigungen. Und weiter? Die beiden Rolex waren keine Geschenke von Hassan Al-Tawadi. Dem Chef des WM-Organisationskomitees also. Von welchem Freund Rummenigge die Uhren erhalten haben will, legt er nicht offen. Was wir noch herausfinden, welchen Wert der Zoll damals für die beiden Uhren ermitteln ließ. Exakt 92.016 Euro und 80 Cent. Rummeniges Anwalt teilt dazu mit: Der vom Zoll ermittelte Wert von 92.000 Euro ist deutlich überzogen.
Wer auch immer Karl-Heinz Rummenigge die Uhren geschenkt hat. Sicher ist, in den Monaten und Jahren danach verteidigt er die WM in Katar immer wieder. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat dazu aufgerufen, die Kritik an Katar in Deutschland nicht zu übertreiben. Wir fahren nach Altendietz in Rheinland-Pfalz. Hier lebt der Mann, der Katar immer besonders hart kritisiert hat. Theo Zwanziger. Herr Zwanziger, schönen guten Morgen. 2013, als sich die European Club Association von Katar einladen ließ, war er DFB-Präsident. Wir sprechen mit ihm über die Behauptung der Informanten. Seine Meinung ist klar. Aus der Sicht der Kataris war das notwendig. Sie mussten Leute gewinnen, die nach ihrer Pfeife tanzen. Diejenigen, die das mitmachen, ja gut, was soll ich dazu sagen? Ich wäre, glaube ich, kaum mit zwei Rolex-Uhren aus Katar zurückgekommen. In Katar ist es ja fast schon üblich, solche Uhrengeschenke zu machen. Es ist ein Korruptionsversuch. Wenn ich das annehme, wollen die eine Gegenleistung. Und die Gegenleistung liegt auf der Hand. Wohlverhalten kann man das nennen. War es so, wie Zwanziger beschreibt? Rummenigge bestreitet das. Und Anhaltspunkte für konkrete Absprachen gibt es tatsächlich keine. Wir gehen einem anderen Hinweis unseres ersten Informanten aus dem Airport Club in Frankfurt nach. Die Recherche führt uns zum größten katarischen Sportsender beIN, der jedes Wochenende auch die Bundesliga überträgt. Der Informant sagte: Es ging bei dem Treffen in Doha darum, die Entscheider an einem Fleck zu haben, um zu besprechen, was müssen wir tun, damit ihr Katar unterstützt. Und da war klar, wie das funktioniert. Da muss der Clubfußball gefördert werden. Da wird es darum gehen, welche Medienverträge müssen wir in euren Ligen für teuer Geld einkaufen. Gucken Sie doch mal, wie viel beIN Sports an die Bundesliga bezahlt hat über all die Jahre. Ein kaum zu glaubender Verdacht. Kann es wirklich sein, dass der katarische Fernsehsender beIN Sports für überhöhte Summen Fernsehrechte an der Bundesliga erworben hat? Auch um sich so Unterstützung für die umstrittene WM zu erkaufen? Wir gehen dieser Frage nach und bekommen den Kontakt zu einem Mann, der 2015 bei den Verhandlungen um die Bundesliga-Rechte dabei war. Ein letztes vertrauliches Treffen. Ein letzter Recherche-Espresso. Der Mann behauptet, dass es damals ungewöhnliche Verhandlungen gewesen seien. Er will sich erinnern, dass die Kataris sinngemäß angeboten hätten, sagt uns, wie viel ihr braucht. Fakt ist, zuvor hatten die Rechte ca. 11 Millionen Euro pro Saison eingebracht. Die Bundesliga hatte von einem Mitbewerber ein sehr gutes neues Angebot auf dem Tisch, bekam aber von Katar noch mehr. 40 Millionen. Das war ein unfassbarer Betrag für die Bundesliga. Warum hat Katar so viel bezahlt? Weil sie die WM sichern wollten. Weil sie ein Instrument haben wollten, um zu sagen, verhaltet euch ruhig. Auch für die Rechte anderer europäischer Ligen bezahlte Katar in dieser Phase deutlich mehr als vorher. Ist beIN Sports also viel mehr als einfach nur ein Fernsehsender? Ein strategisches Instrument, um sich die alte Fußballwelt gefügig zu machen? Schneller rein, zweimal links. Wissen Sie, was ich mag? Wenn ein Plan aufgeht. Die WM ist ja nur ein Teil des Triumphs. Katar hat noch was anderes geschafft. Spielbestimmend zu werden im europäischen Fußball. So, Jungs, kennt ihr die hier? Ja. Ja, und wer ist das? Ja, richtig, das sind die Stars von Katar. Genauer gesagt, die Stars von Paris Saint-Germain. Der PSG gehört seit 2011 einem katarischen Staatsfonds. So, kennt ihr die hier? Ja. Ja, wer ist das? Bayern. Richtig, unser Rekordmeister.
Auch für dieses Team zahlt Katar. Katar Airways, die staatliche Fluglinie, darf dafür auf den Trikotärmel. Katar zahlt, Silke, halt mal. Das ist so genau noch gar nicht bekannt, aber Katar zahlt dafür 25 Millionen Euro pro Jahr. Komm mal weiter. Hier wurde der Deal zwischen Katar und dem FC Bayern verkündet. Für Katar mit dabei Hassan Al-Tawadi. Wie wir sehen, hat Hassan Al-Tawadi viele Trikots und Katar viel Geld, um prominente Unterstützer einzukaufen. David Beckham soll laut Medienberichten 180 Millionen Dollar bekommen haben, um das Gesicht der WM zu werden. Was sage ich immer vor dem Spiel? Man muss die Schwächen des Gegners kennen. Und welche Schwäche nutzt Katar? Genau, die Gier der anderen. Ganz einfach. Sehr gerne hätten wir mit Hassan Al-Tawadi, dem Mastermind hinter Katars Masterplan, gesprochen. Aber ein fest vereinbartes Interview wird in letzter Sekunde abgesagt. Auch mit Karl-Heinz Rummenigge hätten wir gerne für diesen Film gesprochen. Er lehnte das über seinen Anwalt ab. Die Deutsche Fußballliga und der katarische Fernsehsender beIN Sports wollen sich ebenfalls nicht äußern. Einer immerhin duckt sich nicht weg. Leon, Sie spielen beim FC Bayern München und Sie tragen dort das Logo von Qatar Airways auf dem Ärmel. Also Sie werben damit auch für ein katarisches Staatsunternehmen. Ja, das ist richtig, dass wir das auf dem Ärmel tragen. Ich glaube, der Vertrag läuft kommendes Jahr aus. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Verein da auch im Sinne des Vereins und auch der Mitglieder handeln wird. Also Sie hoffen, dass die Partnerschaft beendet wird? Ich persönlich hätte da nichts gegen. Unsere Reise geht zu Ende. Und die gemischten Gefühle, die habe ich immer noch. Ehrlich gesagt, stärker denn je. Der Matchplan von Katar ist voll aufgegangen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, das alles war nur möglich, weil so viele aus dem Fußball mitgespielt haben. Danke, Drehschluss. Hey, Jochen. Na, Matthias? Und wirst du die WM jetzt eigentlich schauen oder nicht? Die Frage habe ich befürchtet. Keine Ahnung.